Moin, moin und willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Brotherhood mit mir dem Punkt und so sind wir jetzt auch wieder dabei und da müssen wir mal schauen, wo gehen wir denn mal hin? Da hinten haben wir eigentlich noch relativ viel noch nicht gekauft, aber da haben wir schon mal den Schnellreisepunkt gekauft. Ach ja, wir waren stehen geblieben, als wir die Prostituierten und die anderen, die Söldner, noch rekrutieren müssen. Und ich glaube, das Erste, was wir jetzt machen, ist erstmal, wir gehen so ganz leicht in die Nähe von dem nächsten Aussichtspunkt und holen uns dann erstmal die eine Fraktion da, welche auch immer das da ist. Vielleicht habe ich jetzt auch Glück und ja, ich habe sogar noch ein Pferd, sogar noch das Weiße. Wie vom letzten Mal, soweit ich mich erinnere. Oder hatten wir da ein weißes Pferd oder hatten wir da ein braunes? Ich glaube, wir hatten ein braunes Pferd. Ah, und Einkommen im Tresor müssen wir auch noch abholen. 13.000. Uiuiuiui. Nun gut. Das Pferd könnte natürlich auch ein bisschen schneller sein, aber irgendwie ist es gerade. Naja, es will heute wohl auch nicht so richtig. Gut. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir überhaupt erstmal da hinten hinkommen können, weil, wie ich das letzte Mal auch schon ein paar Mal erwähnt habe, bestimmt ein paar Mal, ob die Gebietsgrenzen hier vielleicht ein bisschen mies gezogen sind oder ob das irgendwie wieder zu so einem Gebiet gehört, wo wir uns erstmal das sehenswerte Sehensdingens da kaufen müssen. Es tut mir leid, mir fallen gerade nicht wirklich die Wörter ein. Muss mich da gerade erstmal dran gewöhnen, hatte gerade ein bisschen Pause gemacht. So, da sollen wir irgendwie hochkommen oben. Wie sollen wir denn da hochkommen? Von hier? Nein. Von hier vielleicht? Von da drüben jedenfalls nicht. Da komme ich so nicht hoch. Da komme ich auch so nicht hoch. Ich könnte höchstens von da drüben. Ja, warum ist mir das nicht aufgefallen? Ich suche immer den schwersten Weg. Immer den schwersten Weg, um da hinzukommen. Da kann man aber gut von hier aus springen, glaube ich, ne? Ja, perfekt. So, dahin. Und jetzt schön darüber. Und da hoch. Wo da noch so ein Steinklotz oben drauf sitzt. Ist ja nicht überall hier, so wie man so schön sieht. So, hier rüber und hochhangeln. Ach ja, der Ezio hat es doch noch nicht ganz verlernt. Manche Sachen hat er zwar verlernt, aber das sitzt anscheinend noch richtig gut. Ja, da hinten rechts ist schon der nächste Turm, aber ich bezweifle, dass wir zu diesem Turm da hinten hinkommen können. Ich glaube, der ist dann doch schon ein bisschen zu weit weg. Hier sieht man, glaube ich, das Weiße ist ja bestimmt diese Linie, wo wir nicht hingehen können. Wir könnten aber versuchen, dieses Untergrunddingens, ja, diesen Schnellreisepunkt dazu zu erlangen, freizuschalten, zu kaufen, zu unterwerfen für die Assassinen. Na gut, aber erstmal kaufen uns hier den Doktor. Für 800 Florin. Pff. Easy peasy. 13.000 haben wir noch auf der Bank liegen. Das schaffen wir doch locker. So, ja, können wir jetzt ein bisschen Kommt, meine verdecken? Freunde, ich Dankeschön. habe frischen Schafen. Ah, Kamera, please. Was immer du machst. Oh, Antico zu 25% renoviert. Gut, Antico ist hier hinten ja mehr oder weniger das Niemalsland. Hier ist ja gar nichts. Also von daher ist es gar nicht so schwer, hier 25% zu erzielen. So, ja, da ist die weiße Wand, wie ich es mir schon gedacht habe. Da kommen wir jedenfalls nicht so leicht hin. Ach, und das hier war das Mausoleum. Quatsch, das Mausoleum, genau. Das. Nein, wie heißt denn das jetzt? Kolosseum, nicht Mausoleum. Gut, im Kolosseum wurden bestimmt so ein paar Typen für das Mausoleum vorbereitet. Ich glaube nicht, dass man die dann später noch großartig zusammensetzen konnte. Nach den Kämpfen. Aber naja. Können wir jetzt uns. Ja, wir können uns wieder bewegen. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Richtung Mission, aber wir können natürlich vorher auch nochmal die Dingensmission machen. Die Wulpe. Ich will mal Wulpe sagen. Ich kann mir den Namen nicht merken. Schon 3 oder 4 Mal habe ich das bestimmt schon gesagt. Kannst du mir nicht merken. Von dieser Gottheit hier, von den Wolfsmenschen. Ihr wisst, wen ich meine, aber mir fällt der Name partout einfach nicht ein. Aber sehen wir gleich bestimmt nochmal einen Namen. Nicht gegentreten? Achso, mit nur ganz, ganz, ganz höflich jetzt ein Schloss knacken. Natürlich funktioniert das. Schmuck und schnell rein da. Die werden uns nicht sehen kommen. Kommen sehen? Die werden uns nicht kommen sehen, ja, so rum. Sehen kommen. Fängt schon mal sehr gut an heute. Sehr, sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Aber das sieht ja gar nicht so runtergekommen aus. Das sieht so ein bisschen aus wie die Gladiatorenquartiere oder sowas.
Schrein des Romulus, genau, Romulus war das, finden. Nicht mehr als 3 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Ob wir das schaffen, oder sind wir noch besser, als in Zeitdruck zu arbeiten? Warnung, neuer Status gesucht. Ja, ich würde mal sagen, dann versuchen wir mal, möglichst Feindkonfrontationen zu vermeiden. Und das hier so alles nach ganz Bravour oder auch irgendwo runterzufallen zu schaffen. Wozu ich auch mal diesen Hebel hier erstmal ziehen muss. Nacke. Ja, es bewegt sich ja schon, sieht ja schon so zerdellt und zerbeult aus, dass es sich überhaupt noch bewegt. Ist ja schon ein glattes Wunder. Da werden wir runtergeknallt. Da darf man nicht gegenkommen. Das macht bestimmt ein bisschen Schaden. Da vorne sitzt einer. Das ist doch bestimmt ein Köder. Wir nähern uns mal ganz leise und vorsichtig. Was ist denn da los? Tötet ihn! Das war doch so klar. Romulus verlangt seinen Tod. Der Assassine muss leiden wie Remus. Oh oh. Hilfe! Nicht gut. So, wir machen jetzt auf die ganze. Haben wir erstmal den Kopf weggeknallt. Und haben sie wieder reinstechen, da immer schön. Und nochmal nachstechen und dann den nächsten in den Rücken und. Den Unterleib, wie gemein. Oh. Sie haben immerhin Wölfe getötet. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Ah, ja, diese Verfolgungsmission, die kennen wir ja natürlich auch noch aus Assassin's Creed 2. Wir können ihn so nie erwischen, wir müssen immer einen anderen Weg nehmen als er. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es, ein bisschen schneller zu sein als er. Aber meistens ist es so geskriptet, dass man ihn am Ende erwischt, kurz vor Ende, bevor er seine Leute erreicht. Und er dann immer eine gerade Strecke läuft, sodass man ihn perfekt catchen kann. Komm schon, jetzt hätten wir ihn eigentlich perfekt gehabt, aber man konnte es natürlich nicht, weil es ja halt geskriptet ist. Naja, ich habe es zwar gedrückt, aber nichts ist passiert. Kann auch sein, dass ich mich vielleicht vertan habe mit dem Drücken. Ich hätte ihn eben gerade, wo ich da oben kam, dran hing, hätte ich packen drücken können. Merda, welcher ist das? So, wir verfolgen seine Geruchsspur. Er stinkt ja so ein bisschen. Also sollte es kein Problem sein, ihn zu finden hier. Guck mal, der lässt schon überall gelbe Spuren. Er hat sich anscheinend vor Angst schon in die Hosen gepisst. So, ein Typ aber auch, ey. Ja, wir haben keine Zeit für Feierlichkeiten. Da unten läuft er. Ich hab ihn gesehen. Das fliehende Ziel verfolgen. Jawohl, Sir. Ah ja, klar. Ey, Ezio, was machst du denn da? Kletter gefälligst hoch. Aber wenigstens ruft er nicht die ganze Zeit. Ah, ich glaube, ich bin in dem Kommen. So, oh. Sehe ich das, sag ich, das ist alles geskriptet. Hätten wir den vorher schon erwischt, dann hätte das hier niemals passieren können. Ah, oh, verdammt. Das Pferd besteigen. Natürlich total langsam. Okay, wir schaffen das. Ah, für Galopp halten. Ah, jetzt können wir nicht mal galoppieren hier. Distanz zum Ziel verringern. Machen wir. Wir brauchen nur ein bisschen. Hilfe. Erschwert es sich so ein bisschen schwer kontrollieren. Mann, wie groß das hier doch alles ist. Warum bleibt der noch auf einmal stehen? Ich hab nach vorne gedrückt. Schnell, schnell, schnell. Also ich hasse es, wenn irgendwas geskriptet ist, was man eigentlich vielleicht vorher schon schaffen kann. Das war blöd von mir. Das war einfach nur blöd von mir. Ja, lauf schon, du blöder Gaul. Ja, schneller, schneller. Hi, hi. Da laufe ich natürlich nicht nochmal hinterher. Los, komm schon. Herunterstoßen. Ah, jetzt können wir es machen. Perfekt. Schlechte Kondition, mein Freund. Das kommt schon. Müssen wir ihn wirklich töten? Ah, dann plündern wir mal. Mal gucken. Und wir kriegen. Kriegen wir das Chiffrierblatt? Natürlich nicht. Was hat uns. Mir hat. Was? Was hat mir das jetzt gebracht? Wir sind hier zu kurz vor Ende erwische. Ich meine, hier wäre sowieso in der Sackgasse gewesen. Der wäre da höchstwahrscheinlich nicht durchgeritten. Ach, hier waren seine Vulpus-Leute. Ah, er hätte uns in den Hinterhalt gelockt. Gut zu wissen. Yeah! Da müssen wir eigentlich auch schon am Ziel sein. Rein theoretisch praktisch.
Fuck! Glück gehabt, keinen Schaden gekriegt. Keine Gesundheitsquadrate eingebüßt. Den Schrein des Romulus betreten. Müssen wir uns hier jetzt abseilen und alles voll mit Runen und Schriften und. Na, öffne die Tür, erzähl du. Ich weiß auch, was du da reingehen willst. Den Schatz des Anhängers des Romulus nehmen. Tun wir natürlich. Und natürlich plündern wir auch alle ihre Schatztruhen. Ist ja ganz normal. Ist schon ganz normal für Ezio. Ganz normale Tagesordnung. Moment, ich glaube, ich habe hier vorne auch gerade noch eine Truhe übersehen. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal kurz da, wo ich gerade hergekommen bin, hin. Hier irgendwo in der Ecke. Ne, sah mir gerade so aus, als hätte ich hier irgendwo eine Truhe vorne übersehen. Gut, da ist die Haupttruhe und hier sind noch diese zwei kleinen Nebentruhen, die wir noch plündern können. Die bringen zwar nicht sehr viel Geld, aber immerhin. Na gut, 428. Wenn sie nicht viel Geld bringen, dann ist da meistens noch ein Handwerksmaterial dabei, die wir für die Quests der Kaufläden bräuchten. Ah, okay, was haben wir? Ach, ja. Genau, das Modell X. Mal schauen, was da heute drin steht. Die erste Versammlung ist beendet. Unser Plan liegt auf der Hand. Doch unsere Antwort ist noch unklar. Xesa entfernt sich von Senat und verlaubt lieber ausländische Herrschern. Er hat das Ego und Auftreten dieser ägyptischen Hure übernommen. Er weigert sich aufzustehen, wenn er uns anspricht und spottet über unseren Sorgen. Er hat seine eigenen, privaten Senat erschaffen, bestehend aus Betrügern, Manipulatoren, Menschen ohne jedes Interesse am Wohle Roms. Meine Brüder sind auf Blut aus, aber ich bin nicht sicher, ob ich es vergießen kann. Nachdem meine Brüder gegangen waren, habe ich die Höhle weiter erkundet. Ich habe Spuren dessen gefunden, was mich hierher geführt hat. Ein Flüstern, flackernde Lichter und kleine Spalten im Fels. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Oh ja. Pack. Hier ist die Tür. Okay, dann öffnen wir die mal. Ich öffne die Tür. Dann haben wir schon mal die Hälfte der Siegel gefunden. Oder der Siegel in Anführungszeichen. Das sind hier jetzt mehr oder weniger Schlüssel. Den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Gladiator. Erfolg. Soll ich jetzt etwas Angst kriegen, dass wir jetzt hier wirklich Gladiatoren Quartiere und sowas waren und dass vielleicht diese Wölfe vielleicht Söhne von Gladiatoren sind oder sowas? Vererbt. Akte X. Fälle ungelöst. Nee, XY. Kann ja sein, ne? Man kann ja hier viele Hypothesen aufstellen. Oder viele Thesen allgemein. Ah, wir kommen wieder aus der Kanalisation raus. Wir waren doch eben gerade noch im Kolosseum drin. Na egal, lass mal wieder den Deckel zumachen. So eine Scheiße, da stecke ich hier nach Dings-Kloake. Wie hieß es? Renaissance-Kloake, verdammt. Ich sollte mir echt einen anderen Job suchen. Ach, so ein Dreck aber auch. Bah, und das kriege ich doch niemals aus den Klamotten raus. Das will ich eigentlich noch nicht holen. Das hier, das müsste das Kolosseum sein, das können wir nicht öffnen. Da unten kommen wir nicht hin, dann kommen wir da auch nicht hin. Wir könnten höchstens versuchen, den hier mal zu holen. Erstmal die ganzen Türme holen. Und nebenbei jedes Geschäft, was wir auf dem Weg zu den Türmen finden, kaufen. Das klingt nach einem ziemlich guten Plan. Koluna, Traina. Hier haben wir zum Beispiel gerade einen Doktor. Habe ich da noch genug Geld? Ja, 2000. Sehr gut. Das sieht ja sehr nach einem Versteck aus, hier mit dieser Tür mit dem Kreuz drauf. Vor allem, weil der Doktor noch auf der anderen Seite ist. Okay, dann gehen wir da mal hin. Gucken wir mal, ob wir irgendwie... Ach, das ist hier oben. Nicht auf der anderen Seite, hier oben nur. Für 915 Florin. Oh, die treiben mich noch in den Ruinen. Was soll ich da nur mitmachen? Ich kann auch Furunkel. Furunkel, ja. Furunkel-Clan. Nein, lieber nicht. Ich verzichte auf Furunkeln. Furunkeln sind nicht schön. Na gut, kommt überhaupt an, ob es schmerzhafte sind oder nicht, ne? Aber selbst dann sind sie nicht schön, wenn sie nicht schmerzhaft sind. Ich wünsche niemanden eine Furunkel an den Arsch. in diesem Gebiet können wir noch nicht kaufen, weil hier noch der Turm aktiv ist. Ja, nicht mal lange. Guck mal, da vorne ist schon der Turm. Da kommen wir doch jetzt bestimmt dran, oder? Bitte sagt mir, dass wir da dran kommen. Nicht, dass jetzt... Ja, da war schon das Rote Kreuz. Eigentlich da vorne, jetzt ist es da. Das Spiel kann sich nun mal auch nicht entscheiden, wo es sein soll. Wie kommen wir denn da am klügsten rein, ohne entdeckt zu werden? Da sind jede Menge Leute. Vielleicht, wenn ich den Typen einfach abschieße. Ich meine, ich kann hier auf der Mauer rumtänzeln, ohne dass er mich bestimmt sieht. Und dann schieße ich ihn einfach ab.
Jo, das mache ich einfach. Oh oh. Ich wurde gerade von dem Typen da drüben entdeckt. Wo ist der? Ja, wo ist der? Du siehst mich niemals, Leben. Ich sehe nicht. Da komme ich schon mal ins Attentat machen. Zack. Verdammt! Oh Gott, jetzt kommen hier die ganzen Leute an. Oh oh, nicht gut. Alle runter vom Dach schubsen, ja. Einfach runterschubsen. Oh, komm schon, der Nächste. Und zack. Ich glaube, die sterben dadurch alle, oder? Zack, und man kriegt dadurch keine Dings, wenn ich die hier vom Dach schubse. Ja. Nicht gerade leicht gelandet, würde ich mal sagen, ne? Der Typ bleibt da hinten stehen, aber jetzt habe ich wenigstens alle Wachen beseitigt. Jetzt kann ich da rüber gehen. Alle, die mich entdecken können, habe ich ausgeschaltet. Wunderbar. Jetzt kann ich mich langsam aber sicher dem Hauptziel nähern. Den Typen da vorne vielleicht noch, da sind noch ein paar Arme, andere Arme schützen. So. Jetzt funktioniert auch wenigstens das Zielwechselsystem einigermaßen gut. Sie haben mich gesehen, verdammt! Oh Gott, hier kommen viele. Ich hatte eigentlich vor, diese Typen so Stück für Stück auseinanderzunehmen. Autsch, nicht runterschubsen, nicht zu den. Nein, ich will nicht zu dem hier, der ist blöd. So. Oh oh, nein. Oh oh, nicht gut. Komm, komm schon. Den schaffe ich doch jetzt auch hier. Zack. Bäm, sag ich so. So, den anderen Rolling schaffe ich auch noch. Lock up. Easy peasy. Bang. So, war das hier der Hauptmann? Ich glaube, das hier war der Hauptmann, oder? Ne, das ist ein Rolling. So, wo liegt denn die Leiche des Hauptmanns? Die hier mit dem Umhang? Ja, das muss doch sein. Gib mir deine Florin. Ja, 940. Sehr schön. Jetzt habe ich zwar ein paar Leute getötet, aber es sind weg. Keiner kann bezeugen, dass wir das waren. So muss es jedes Mal laufen. Jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen, um hier hochzukommen. Und das wird bestimmt gar nicht so einfach sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Gehen wir hier links, dann gehen wir nochmal ein bisschen nach links und dann gehen wir nach oben. Ne? Ja, das sieht doch gut aus. Das könnte... Komm schon, Ezio. Schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Ich weiß, du kannst das schaffen. Ah, der Schau kommt da auch rüber. Aber hier nicht weiter. Okay, dann müssen wir doch noch links über das erneute Banner der Borgia kommen. Über den roten Stier. Merkt euch. Der rote Stier ist der Feind. Eliminiert den roten Stier. So. Da, da, da. Oh, auf einmal explodiert gleich der gesamte Turm und nicht nur das obere Stück. Was haben die denn, wie viel Schwarzpulver haben die denn drin gelagert, ey? Autsch. Naja, ach, mein Hals ein bisschen, aber ansonsten geht's mir gut. Ansonsten geht's mir gut. Keine Panik, keine Panik. Ja, ja, ja. Alles in Ordnung. So, dann beseitigen wir erstmal die Beweise. Zack. Keiner hat mich hier jemals gesehen. Ah, da vorne ist eine Bank. Ich will mir die Bank auf jeden Fall kaufen, damit ich wieder mehr Geld abheben kann. So, wenn wir die Bank dann haben... Oh, 5000 Florin Einkommen. Jetzt haben wir 18.000 sogar schon im Tresor. Hm, nett, 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 nett. Da können wir uns auf jeden Fall ein bisschen was kaufen. Mit dem ganzen Geld. So, die Bank hier will ich auf jeden Fall haben. Und schön das Geld abheben, damit wir noch mehr kaufen können. Aber ich glaube, auch je mehr wir kaufen, desto teurer werden die Sachen. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, das kommt doch nicht so ganz auf Stadtteile an. Ich dachte mal, es wäre Stadtteile, aber anscheinend. Und wie offen der Typ da das Gold einfach liegen hat, ne? Ja, hier vorne liegt ein bisschen Gold, nehmt es euch halt, aber... Naja. So, Geld abheben. So, sicher 1188. Ja, komm. Wir investieren mal ein bisschen. Buch müssen wir uns nicht unbedingt angucken. Dann haben wir hier immer noch die Stelle, die wir uns kaufen können.
Und wir können uns mal wieder beim Ach, hier. Wer ist da? Beim Doktor können wir uns vielleicht ein bisschen hochheilen. Dann müssen wir nicht unsere Medizin benutzen. Huch, das war ja gar nicht die Stelle hier. Das war ja der Pinsler. Aber beim Pinsler... Ah, nee, das ist ein Schmied. Alles reparieren. Und ich würde mal sagen, wir besorgen uns erstmal die römischen Stiefel. So, wie viel haben wir jetzt noch? Oh, die waren ja gar nicht so teuer. Die haben wir nicht schon? Ja, diesen Gegenstand wollen wir benutzen. So. Von den Waffen her, Streitkolben wollen wir nicht. Das ist zu teuer anscheinend. Ah, ne, ich muss erst den Auftrag erledigen. 6.000 für so ein Ding. Ah, hier 1.300. Das kann ich noch verschmerzen, 1.300 mal schnell auszugeben. Fleischermesser kostet 4.000. Ja, nee. Dafür, dass wir so, das nicht so oft benutzen. 12.000 für die Armbrust und ganz bestimmt nicht. Ach so, hier können wir Sachen verkaufen. Investition. Nee. Bis zum nächsten Mal. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsfutter. Jetzt haben wir wenigstens wieder volle Leben, dadurch, dass wir unsere Panzerung gekauft haben. Ist ja niedlich irgendwie, ne? Man kauft sich eine Panzerung und hat wieder volle Leben instant. So, dann nochmal schnell die Stelle aufrüsten. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Die Folge ist schon wieder vorbei. Verging die Zeit aber verdammt schnell wieder, ey. Boah. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir, euren Punkt. Tschüssi.